Wir sind hier im Wohngebiet Frankfurter Allee Nord, im Herzen meines Wahlkreises in Berlin-Lichtenberg. Das ist ein Altbauwohngebiet und unter anderem auch mit vielen Wohnungen der Deutschen Wohnen. In der letzten Zeit hat hier viel Bevölkerungsaustausch stattgefunden und die Angebotsmieten sind so stark gestiegen wie in keiner anderen Ecke in unserem Bezirk. Wir haben jetzt mit Bürgerinnen und Bürgern als Linke zusammen uns Gedanken gemacht, wie wir hier die Wohnbevölkerung besser schützen können. Und das wollen wir tun, indem wir hier eine Milieuschutzsatzung erlassen. Dadurch werden zum Beispiel Luxussanierungen genehmigungspflichtig und wir haben Instrumente in der Hand, mit der wir die Wohnbevölkerung, die angestammte Wohnbevölkerung besser beieinander halten können. Das ist uns sehr, sehr wichtig und ein wichtiges ergänzendes Instrument zusätzlich zum Mietendeckel und den anderen Maßnahmen, die wir gemacht haben. Der Bezirk bezahlt jetzt eine Machbarkeitsstudie. Und wenn die Ergebnisse auf dem Tisch liegen, dann werden wir höchstwahrscheinlich die Zahlen haben, um dieses Milieuschutzgebiet zu erlassen und den Mieterschutz hier zu stärken.